Herzlich willkommen zur Cloud Ping Pong Folge 23. Heute wollen wir uns damit auseinandersetzen, welche Top 10 Security Foundations wir empfehlen wollen in den Bereichen Azure und Microsoft 365. Dafür gibt es natürlich wieder den residenten Spezialisten Tom Wechsler. Servus Tom. Hallo Patrick. Hallo geschätzte Cloud Ping Pong Freundinnen und Freunde. Die Top 10 Security Foundations. Patrick, mit welchem Feature würdest du denn starten? Na, mit was wohl? Das allgegenwärtige und allseits beliebte MFA-Thema wird natürlich auch bei uns an der ersten Stelle stehen. Hätte ich fast gewettet. Dann lasst uns doch mal schnell das MFA-Sicherheitsfunktionswerkzeug genauer anschauen. Ich befinde mich im Microsoft 365 Admin Center und MFA können Sie an verschiedenen Stellen einrichten. Hier direkt unter Active Users. Dann navigieren Sie zu dieser Schaltfläche Multifactor Authentication und der Patrick würde jetzt sagen, Sie werden weitergeleitet zum Dinosaurier-Portal. Ins Jahr 1985. Genau, ganz genau. Dann kann man direkt hier bei einzelnen Benutzern, Benutzerinnen kann man MFA einrichten. Ein ähnlicher Weg funktioniert über das Azure-Portal. Sie navigieren ganz einfach zu den Users und dann wählen Sie hier aus Per User MFA. Und dann ist es genau das gleiche Portal. Man muss einfach dazu sagen, über dieses Portal ist es eine direkte Konfiguration von MFA. Es gibt dann noch die indirekte Variante, dazu kommen wir aber noch später. Sie können, wie bereits erwähnt, selektiv auswählen und dann die Multifaktor-Authentifizierung direkt einrichten. Patrick, Multifaktor-Authentifizierung, würdest du das für alle einrichten oder nur sequenziell für gewisse Benutzerinnen? Ich weiß, du bist immer ein großer Freund von deinem Break-Glass-Administrator. Auf der User-Seite bin ich da sehr kompromisslos und sage, eigentlich bitte für alles. In Richtung MFA und Modern Authentication geht ja damit einher, haben wir auch dieses Thema Abschaltung, Basic Authentication in den 365 Tenants, mit dem wir uns auseinandersetzen müssen, wo eben alte Applikationen, beispielsweise SMTP-Relay von irgendeinem MFP-Drucker oder sonst irgendeiner Drittapplikation, wo wir vielleicht das Thema haben mit irgendwelchen Applikationen, die noch mit IMAP oder gar POP3 irgendwie kommunizieren wollen. All das eher unschön und oftmals ist es eben so, wenn man MFA einschaltet, dann entdeckt man einfach noch so ein paar Stilblüten, die man auf dem Wege vielleicht gar nicht mehr auf dem Schirm hatte. Und das lohnt sich dann vielleicht auch schon mal. Also ich bin da von der Kompromissbereitschaft her eher auf der Seite von bitte alle, weil das schwächste Glied der Kette kann eben den ganzen Tanker zum Fall bringen. Absolut, 100%. Da bin ich wirklich bei dir. Und ja, du hast es angesprochen, den Break Glass Administrator, das wäre jetzt noch das Konto, welches ich da ausschließen würde. Aber wir haben das auch schon mal thematisiert. Wenn man den Tenant anmeldet über einen Cloud Service Provider, dann hat ja dieser CSP noch die Hintertür, um allfällig irgendwelche Korrekturen machen zu können. Ich glaube, das ist soweit in Ordnung. Wege beim MFA sollten wir vielleicht noch kurz diskutieren, nur dass das jeder schon mal gehört hat. SMS ist immer noch so die Falltür, wo man sagt, naja, wenn es sonst nichts gibt, dann machen wir halt SMS. Wenn ich heute mit MFA anfange, würde ich das tunlichst eigentlich vermeiden und würde eben da eher auch Richtung App gehen. Nicht nur ist es viel praktischer, nicht irgendwelche sechsstelligen Zahlen irgendwo abtippen zu müssen, sondern es werden auch immer mehr Stimmen laut von Menschen, deren SMS mal irgendwo abgebogen sind, wo sie nicht hätten abbiegen sollen. Also ich glaube, wenn man heute mit MFA anfängt, versucht es bitte per App umzusetzen. Selbst klar ist die Diskussion mit dem Thema, meine Firma gibt mir kein Firmenhandy, also installiere ich da auch nichts drauf auf meinem privaten Handy. Die Diskussion gibt es immer wieder, allerdings gibt es da meiner Meinung nach auch viel Fehlinformationen, weil eben es werden ja keine Daten ausgetauscht. Also das, die App, die man installiert, das kann auch der Google Authenticator sein, das muss ja nichts von Microsoft sein. Da werden keine Daten ausgetauscht, das ist ein Zahlengenerator. Und dementsprechend kann die Firma da auch nichts auf dem Firmenhandy ausspionieren. Richtig, du sprichst es an, diese,
diese Apps, die halt nicht gerne installiert werden. Und man darf es an dieser Stelle schon sagen, dass eben diese Authenticator-App, es geht nicht darum, irgendwelche Daten zu sammeln. Und das, was du angesprochen hast, ist die Textnachricht am Telefon. Da würdest du diese Option entfernen unter den Diensteinstellungen. Das hast du eben angesprochen. Falls eben möglich. Also wenn es gar nicht anders geht, also auch jetzt sagen wir mal, wenn du noch ein bisschen, ich glaube, das ist bei dir sogar schon ausgegraut, das Thema Anruf, ja, ich lasse mir 6 Zahlen vorlesen. Die Option gibt es auch noch und das ist immer irgendwie so ein bisschen schmuddelig. Absolut, also da sehe ich auch so, man muss einfach die Situation genau im Auge behalten, was kann man zur Verfügung stellen, was nicht, also ich denke, da muss wirklich situativ gehandelt werden. Aber eben SMS, wenn man davon wegkommen kann, ist es sicherlich ideal, das Ganze über die Mobile-App zu steuern, ist da sicherlich der bessere Ansatz. Aber was ist jetzt, wenn zum Beispiel mal etwas passiert, wenn jetzt dein Konto trotz allem kompromittiert wurde? Was wäre dann aus deiner Sicht ein nächstes Security-Feature? Da sollte man sich mit dem zweiten Tipp auseinandersetzen, nämlich dem Thema Account-Lockout. Dass ich irgendwo konfiguriere, wie viel mal falsch eingeben, sorgt dafür, dass eben auch ein Account mal gesperrt wird. Ist das notwendig? Brauche ich das? Warum sollte das Konto denn gesperrt werden? Ja, es gibt so schöne Sachen, die nennen sich dann Brute-Force-Attacken. Denen könnte man ja vielleicht mal entgegenwirken, damit nicht einer mit einem Wörterbuch da sitzt, natürlich nicht mit einem Wörterbuch mit dem nassen Finger blätternd und Passworte abschreibend, aber eben mit einer automatisierten Methode, um irgendwo einen Account zu finden, der eben mit einem sehr gängigen, nicht sehr komplexen Passwort ausgestattet ist. Das gibt's immer wieder, wo es eben darum geht, jetzt nicht, dass Passworte über das Dark Web ausspioniert werden, sondern eben, dass tatsächlich einfach gängige Worte versucht werden zu erraten, Kombinationen aus Benutzern und Passworten, ob das jetzt das Haustier ist oder irgendwie der Lieblingsurlaubsort. Da gibt es Möglichkeiten, sowas rauszufinden. MFA schiebt dann natürlich eher einen Riegel davor, aber man möchte natürlich trotzdem wissen, was passiert denn in meinem System? Welche Accounts sind potenziell gefährdet? Und dazu lohnt es sich eben auch, solche Limits zu konfigurieren. Wie oft, in welchem Abstand können falsche Passworte eingegeben werden? Ähnlich wie bei der PIN, bei der Bankkarte ist es ja auch so, die kann ich auch nicht unendlich eingeben. Die ist natürlich von der Komplexität noch eine Katastrophe. Aber grundsätzlich ist es ein ähnlicher Vorgang. Dann würde ich euch gerne schnell zeigen, wo Sie das finden können, diese Einstellung. Also der Patrick hat es erwähnt, eben ein wichtiger Riegel, um Brute-Force-Attacken zu verhindern, das ist MFA, das ist wirklich so, weil wenn ein Benutzer auf seinem Handy, auf seiner App eine Meldung bekommt, für eine Anmeldung zu bestätigen und er hat keine Anmeldung durchgeführt, dann ist das schon ein massiv starkes Werkzeug. Aber eben, wir wollen trotzdem wissen, was passiert in unserem Tenant oder welche Konten werden angegriffen, kompromittiert. Ich befinde mich im Azure Active Directory, beziehungsweise jetzt in der Übersicht vom Azure Active Directory. Dann navigieren wir ein wenig nach unten zu Security und bei Manage finden wir Authentication Methods und dann navigieren wir zu Password Protection und da können wir die Lockout Duration in Seconds können wir hier angeben. Wir haben den Threshold, also 10-mal wird dann der Trigger sein, am 11. Mal wird dann das Konto wird gesperrt. Hier bestimmen Sie den Wert, also diese 60 Sekunden, für 60 Sekunden ist dann das Konto gesperrt. Da muss man auch wieder sehr situativ das Ganze betrachten, vor allem auf die Organisation Rücksicht nehmen. Es gibt da andere Werte, die oftmals verwendet werden, zum Beispiel 5 Minuten. Also da muss man wirklich genau hinschauen. Patrick, was hast du so für Erfahrungen gemacht zu diesen Anzahl Sekunden? Was würdest du da empfehlen? Ja, also ich würde doch auch ein bisschen aggressiver daran gehen. Also je nachdem natürlich auch. Wir gucken uns ja gleich nochmal das Thema Auswertung an. Also wie komme ich denn an eine Info dran, dass eben ein Account von mir betroffen sein könnte von irgendwas. Und auch das eben ja im Homeoffice, wenn dann vielleicht mal der anderthalbjährige irgendwo am Rechner sitzt und munter auf die Tastatur haut oder die Katze drüber läuft, gibt es ja alles Möglichkeiten. Da könnte man vielleicht ein bisschen defensiver rangehen. Aber normalerweise würde ich hier sagen, 5-mal das Passwort eingeben, wären bei mir schon mal mindestens 10, 15 Minuten Lockout wert, um da eben jemanden auch davon abzuhalten, es einfach weiter zu probieren, weil dann wird es exponentiell nerviger, an solchen Accounts sich irgendwie zu vergehen. Also mit 10 und 60 käme ich hier nicht so gut klar.
Ja, das sind Werte, die sind schon ein wenig aggressiv. Also ich denke, da man darf dann auch nicht vergessen, dass vielleicht dann der Helpdesk durch das etwas mehr belastet wird, weil dann sofort die Benutzer mit dem Helpdesk Kontakt aufnehmen. Also eben, ich glaube, wir sind uns da einig, Patrick, da muss man einfach wirklich genau hinschauen, auf die Organisation die entsprechenden Werte setzen, oder? Wo erhalten wir die Informationen? Also zum Beispiel, wenn es darum geht, das Ganze jetzt auch zu überwachen, dann navigiere ich da mal zurück zur Übersicht vom Azure Active Directory und dann geht es zum Monitoring und dann unter anderem Design-in-Logs. Hier die Auflistung, zum Beispiel eben wurde genau diese Anmeldung wurde jetzt da wieder aufgezeichnet, Azure Portal, das ist tatsächlich so, ich habe mich am Azure Portal wiederum angemeldet durch den Refresh indirekt und dann werden hier die entsprechenden Logins werden aufgelistet. Und was da sicherlich auch interessant ist, wir sehen hier zum Beispiel, dass der Anmeldeprozess wurde da unterbrochen, wurde also kurzzeitig angehalten, weil mit diesem Konto oder bei diesem Konto ist MFA eingerichtet. Und da sehen wir sehr schön, eben da ist dieser Anmeldeprozess unterbrochen worden, bis ich dann mit der Authenticator-App diesen zweiten Faktor bestätigt habe. Und dann ging es dann weiter mit Success. Also hier können Sie sich informieren. Sie sehen auch, da oben steht Authentication Requirement. Und zur anderen Spalte Conditional Access Policy kommen wir dann gleich später noch. Also das sind sicherlich wertvolle Informationen, die man ermitteln kann, um ja, herauszufinden, wie steht es dann um die Aktivität einzelner Benutzer. Was denkst du, Patrick? Braucht es da noch mehr Informationen? Oder? Nein, also das Sign-in-Log finde ich immer wieder spannend, einfach weil man dort vielleicht auch das ein oder andere Land findet, von dem man noch nie gehört hat, was dann im Zweifel versucht, auf die eigenen Accounts zuzugreifen. Man kann es relativ schön filtern, wie eben auch alle Teile im Azure-Portal, da eben zu sagen, ich schaue mir mal nur die Fehler an oder ich schaue mir mal nur Zugriffe an, die aus einem Land kommen, was nicht das Land ist, in dem sich meine Mitarbeiter aufhalten und so weiter. Also insgesamt eine sehr, 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 sehr leistungsfähige Ansicht eben von diesen Protokollen, in denen man sich einfach routinemäßig hin und wieder mal tummeln sollte. Aber Conditional Access hast du angesprochen, Tom. Das nächste Power-Feature kann man ja eigentlich dahinter vermuten, was uns eben ja doch ein bisschen granularere Möglichkeiten gibt, da Zugriffe zu reglementieren. Richtig. 100% genau, das ist ein Werkzeug, welches mit sogenannten Signalen arbeitet. Das heißt, ich kann auf Basis von einem Signal dann eine Entscheidung bewirken, eben conditional, also es ist Bedingungen und die kann ich umsetzen. Und wir haben vorhin darüber gesprochen, dass mit diesem Portal ist es eine MFA-Zuweisung, eine direkte Zuweisung. Und ich kann eben über Conditional Access Policies kann ich MFA einrichten indirekt. Und das geht mit einer Richtlinie, mit einer ganz einfachen Richtlinie. Ich möchte Ihnen das schnell zeigen, wo Sie das finden. Azure Active Directory wiederum die Übersicht. Wir navigieren wieder ein wenig nach unten zu Security und dann wählen wir hier Conditional Access aus. Und da können wir nun diese Policy einrichten und eben zum Beispiel über eine solche Policy dann MFA bewirken. Oder der Patrick hat es angesprochen, diese Legacy Authentication Method, wo ältere Applikationen noch verwenden, das Einsetzen von POP3 oder das noch mit IMAP gearbeitet wird, das kann ich unterbinden mit Conditional Access Policy. Das sind ganz wirklich elementare Möglichkeiten, um mehr Sicherheit in die Organisation zu integrieren. Patrick, sollen wir schnell einen kleinen Blick auf eine neue Policy werfen oder was denkst du? Lass uns noch einen ganz, ganz groben Überblick geben. Ansonsten verweisen wir hier auf eine Folge, die wir schon auf dem Kanal aufgezeichnet haben, wo es eben im Detail um das Thema Conditional Access geht. Aber dass wir hier nochmal einen groben Überblick geben. Du hast das Thema Legacy Authentication angesprochen. Aber man kann eben auch differenzieren zwischen einzelnen Usern, einzelnen Applikationen und so weiter. Vielleicht kannst du da uns nochmal einen ganz, ganz groben Überblick geben. Gut, also ein ganz kleiner Überblick. Zuerst einmal einen entsprechenden Namen verwenden für die Conditional Access Policy, damit, wenn jemand
anderes zu einem späteren Zeitpunkt diese Policy anschaut, dass er weiß, um was es geht. Dann eben, wie das der Patrick angesprochen hat, ich kann auswählen, ich kann bestimmte Gruppen auswählen, ich kann Directory Roles auswählen und ich kann auch Ausschlüsse tätigen. Ich komme da wieder auf den Break Class Administrator zurück, den würde ich ausschließen. Das ist mein Plan B Administrator. Dann eben, was will ich denn jetzt umsetzen? Möchte ich da mit Cloud Apps arbeiten? Ich kann selektiv auswählen, zum Beispiel, dass wenn jemand mit dem Office 365 Portal oder mit Microsoft 365 Portalen kommunizieren will oder sich verbinden will, dass MFA gearbeitet werden muss, oder ich kann da auch wieder ausschließen. Ich kann alle einbinden, dann allerdings die große Gefahr, dass man sich selber ausschließt von einer vom Portal, dass man keinen Zugriff mehr hat. Also man muss da schon aufpassen. Und dann kommen die Conditions. Das sind dann die verschiedenen Conditions, die ich auswählen kann. Und dann schlussendlich eben, was soll geschehen? Zugriff, ja oder nein? Wenn Zugriff, dann zum Beispiel Multifaktor-Authentifizierung. Oder es muss in Intune als compliant markiert sein. Das sind dann die verschiedenen Möglichkeiten. Patrick, wollen wir noch schnell ein kurzes Wort, sage ich jetzt mal, verwenden zum Thema Named Location. Was denkst du? Das ist doch auch immer wieder etwas, was angesprochen wird. Ja, klar. Hau raus, weil ich glaube, da sind wir zwei uns auch sehr einig, was man davon zu halten hat, nämlich Abstand. Ganz genau. Es werden oft entweder IP-Ranges oder so Countries, Länder verwendet, wo es dann heißt, ja, wenn eine Person aus diesem IP-Bereich kommt oder aus diesem Land, braucht es kein MFA. Das ist ein absolutes No-Go, weil dann heben wir ja den MFA-Schutz eigentlich schon wieder aus. Also man kann es eher umgekehrt einsetzen, dass wir sagen, okay, wenn bestimmte Verbindungen aufgebaut werden aus verschiedenen Ländern, wenn wir ganz klar wissen, wir haben nichts mit, sagen wir mal, mit Polen zu tun oder mit anderen Ländern, ist jetzt egal welches Land, dann kann ich es so umsetzen, dass ich sage, okay, wenn eine Verbindung von dort aus kommt, dann gibt es keinen Zugriff, aber nicht sagen, wir verwenden die Schweiz, wenn jemand aus der Schweiz kommt, braucht es kein MFA. Das sollte man so nicht umsetzen. Jetzt weiß ich nicht, Patrick, habe ich das jetzt komplizierter gemacht oder sind wir uns da einig? Ja, also ich glaube, der gängigere Weg, der mir zumindest immer über den Weg läuft, ist, aus dem Office, da haben wir eine feste IP-Adresse, da brauchen wir doch kein MFA. Ach, echt? Also ich finde, das ist definitiv zu kurzsichtig, weil es eben Dinge exkludiert, wie ich fange mir dann doch wieder irgendeinen Unsinn ein, irgendeine Ransomware oder sonst irgendwas, die eben dann auf einmal von meinem Rechner, den ich dann im Büro verwende, dann doch wieder die Möglichkeit hätte, ohne MFA auf meine Accounts etc. zuzugreifen. Natürlich ist der Rechner irgendwo eingeloggt etc., aber es ist insgesamt einfach was, man kann eine MFA-Session ja 14, 30, 60 Tage auch als per Remember Me eben auch speichern, sodass ich eben logischerweise nicht wie jedes Mal, wenn ich das Outlook aufmache, da mit einem MFA-Token um die Ecke kommen muss, sondern das Ganze eben so aufziehen, dass es eben möglichst wenig Einschnitte in die Praxis bietet, aber doch die maximale Sicherheit irgendwo gewährleistet, die wir uns ja auch von diesem Feature erhoffen. Genau, also das ist ein super Beispiel, das mit dieser fixen IP-Adresse vom eigenen Büro, vom eigenen Office, genau. Perfektes Beispiel. Jetzt haben wir ja uns über Multifaktor-Authentifizierung unterhalten. Wir haben diese Conditional Access Policies angesprochen und wir haben auch gesehen, dass man in einer Policy kann man ja auch die Einschränkungen machen zu gewissen Apps. Mhm. Wenn ich jetzt aber als Benutzer irgendwie aufgefordert werde, bei einer App eine zusätzliche Berechtigung zu erteilen, gibt es da auch ein Security-Feature, welches du da empfehlen könntest, Patrick? Ja, also auch beim Thema Applikationen und dieses Thema Single Sign-On und zentrale Benutzerverwaltung, das befürworten wir ja grundsätzlich schon. Aber hier haben wir natürlich die Situation, dass sich auch Schadsoftware das mittlerweile zunutze macht. Auch darüber haben wir schon eine Folge gemacht, dass man vorsichtig sein sollte mit dem sogenannten App-Consent. Da gibt es auf der einen Seite eben die Möglichkeit, hier im Azure-Portal unter den User-Settings im User-Bereich
die Möglichkeit auszuschalten, dass jeder beliebige Anwender neue Applikationen im Azure AD registrieren kann. Die ist eben standardmäßig auch auf Ja. Da empfehlen wir eben auch, die Einstellung auf Nein zu ändern, sodass eben nur der Administrator entsprechend neue Verknüpfungen zum eigenen Azure Active Directory herstellen kann. Und dann gibt es eine zweite Möglichkeit im Bereich der Enterprise-Applikationen, dort im Bereich Consent and Permissions, wo eben die Standardeinstellung, dass eben mit selbst bestehenden Applikationen, wie eben beispielsweise einem der Möglichkeit für Mail oder sowas, jemand von extern sich dort dranhängen kann und eben hier mit dieser Standardeinstellung Allow User Consent for Apps jeder User im Zweifel mit einer Phishing-Mail dazu aufgefordert werden kann, seinen Benutzer zur Authentifizierung mit einer App freizugeben, die vielleicht global registriert wurde, hinter der aber sich irgendwo ein Schindluder verbirgt. Also hier empfehlen wir einfach dieses Do not allow User Consent als Einstellung zu verwenden. Dann kann ich als User, wenn das eine legitime Anwendung ist, diesen Consent anfragen bei meinem Administrator mit einer entsprechenden Begründung. Da wird eine E-Mail rausgeschickt, der Administrator kann sich das anschauen, kann das beurteilen. Und dann haben wir auch eine gewisse Zweistufigkeit, was dieses Thema User Consent angeht. Denn das sind relativ gemeine Attacken. Wenn ich darauf hereinfalle, dann bleibt meine User Session für diese App erstmal bestehen. Die Schadsoftware kann sich zur Not auch die Authentication Token erneuern und kann wirklich auf bis zum Sankt-Nimmerleins-Tag dort dafür sorgen, dass Zugriff zu dem Account besteht. Ich kann mein Passwort ändern, ich kann MFA ein- ausschalten, völlig egal. Die Applikation hat weiterhin Zugriff auf meine Daten und das ist natürlich sehr, sehr hässlich. Und dementsprechend ist das ja auch eine Vorsorgemaßnahme, die wir als Security Foundation bezeichnen würden. Finde den Hinweis super, den du gegeben hast. Eben MFA nützt nichts, Passwort zurücksetzen nützt nichts. Also man müsste wirklich das Token zurücksetzen, damit das dann rückgängig gemacht werden kann. Das finde ich ein super Hinweis. Ich glaube, die Herausforderung liegt halt auch darin, dass eben, wie du es gesagt hast, dass gewisse Apps, die sind so super aufbereitet, die sind auch registriert, die sind signiert, dass es schwierig ist für einen Benutzer zu unterscheiden, ja, ist das jetzt legitim oder nicht? Und ich glaube, darum ist diese Einstellung sehr wichtig, dass man das Consent deaktiviert, dass es der Administrator übernehmen muss. Bin ich absolut 100% bei dir. Ja, zumal es ja eben auch eine gewisse Struktur geben sollte. Also jetzt nehmen wir uns mal auch das Thema vielleicht Android, Smartphones etc. vor. Da gibt es eine Milliarde verschiedene Möglichkeiten, Mail-Clients zu installieren und auszurollen. Im Rahmen von DSGVO und Konsorten sollte mir doch relativ klar sein, dass ich als Unternehmen ein Auge darauf haben muss, wer auf meine Mail-Daten zugreifen kann und dass das eben nicht jede beliebige Mail-App vielleicht können sollte. Also das muss man einfach ein bisschen moderieren und selbst das wird entsprechend unterbunden, wenn ich die Einstellung so tätige. Richtig, man muss einfach darauf hinweisen, dass halt eben mit dieser Einstellung, die du jetzt uns da gezeigt hast, es gibt dann einfach mehr Aufwand für den Administrator. Ich glaube, da sind wir uns dann schon einig, oder? Ja, aber ich glaube, er lohnt sich eben. Ja, also der Mehraufwand ist eben initial einmal. Ich muss das alles einmal durchsortieren und wegsortieren und vielleicht eben noch eine gesprochene oder geschriebene Richtlinie rausgeben. Leute, installiert euch bitte nicht jede x-beliebige Mail-App, sondern versucht eben bei offiziell vorgegebenen Mail-Apps eben auch wie Outlook etc. zu bleiben, damit eben auch klar ist, wer auf diese Daten zugreifen kann, weil viele von den Apps, da gibt es auch auf iOS ein paar, die eben auch mit einer Serverkomponente arbeiten, wo eben die Mail-Kommunikation eben nicht zwischen der App auf dem Smartphone und dem Server von Microsoft stattfindet, sondern da geht noch ein dritter Server dazwischen. Und das heißt, auch diese Informationen können natürlich permanent abgerufen werden, ob ich am Telefon bin oder nicht. Und da gibt es schon Schlupflöcher, die ich irgendwie nicht so genial finde. Ja, zum Thema Administrator. Wer darf denn überhaupt Administrator sein? Oder ja, wer darf denn eben diesen Consent einrichten? Wie regeln wir das? Sind alle Administratoren oder keiner ist Administrator? Jeder, der nicht schnell genug die Hand runternimmt, ist Administrator. Nein, natürlich nicht. Also die Geschichte da sollte irgendwo rollenbasiert ja sein. Auch Vertretungen sollten etabliert sein. Aber ich weiß, dass du auf unseren Tipp Nummer 5 heraus willst, nämlich das Privileged Identity Management, wo wir Möglichkeiten schaffen können, dass Administratoren sich ähnlich, wie man das vielleicht auf der Linux-Seite mit einem Sudo-Befehl kennt, sich einfach temporär mit ihrem regulären User-Konto zu einem Administrator machen können.
Richtig, ganz genau. Um das geht es, um Privileged Identity Management. Ich glaube, wir sind uns einig, dass bei einem Tenant, bei einem Microsoft 365 Tenant, sollte die Anzahl an Administratoren wirklich klein gehalten werden. Und es gibt sicherlich auch die Situation, wo man administrative Aufgaben abgeben möchte, dass für eine gewisse Zeit eine Person vielleicht kurz mal schnell Exchange Administrator werden kann, aber wirklich nur für eine bestimmte Zeit. Und da gibt es eben das Werkzeug Azure Active Directory Privileged Identity Management. Mit diesem Werkzeug haben Sie die Möglichkeit, dass Sie für spezifische Rollen, ich habe jetzt den Exchange Administrator angesprochen, das kann aber auch der Intune Administrator sein. Es geht ums Prinzip, es spielt gar keine Rolle, welche Rolle. Das ist jetzt auch ein schöner Satz. Aber der Intune Administrator beispielsweise, den kann ich bestimmen und sage, okay, diese Rolle, die möchte ich an einer Person für eine gewisse Zeit zur Verfügung stellen. Und das nennt man dann Eligible Assignment. Das heißt, diese Person kann dann auf diese Rolle zugreifen. Und wie lange ich auf diese Rolle zugreifen kann, beziehungsweise diese Person zugreifen kann, das spezifizieren wir hier in den Role Settings. Da ist jetzt beispielsweise standardmäßig sind da 8 Stunden. Das kann ich selbstverständlich anpassen, indem ich sage, nein, der Intune-Administrator oder die Aufgabe, die erledigt werden muss, das muss innerhalb von 3 Stunden, 2 Stunden gemacht werden. Sie können das auch bei 8 Stunden belassen und dann die Personen so schulen, dass sie selber sich dieses Recht wieder entfernen, wenn sie fertig sind. Aber ein springender Punkt ist diese Option. Wenn eine Person mit einer Rolle arbeiten muss, die erhöhte Rechte hat, dann muss bei der Aktivierung von dieser Rolle unbedingt mit MFA gearbeitet werden. Das kann ich hier direkt konfigurieren. Und wir haben es vielleicht, oder Sie haben es vielleicht auch gesehen, wenn ich dieses Feld, dieses Blade nochmal schließe und ich da zurücknavigiere, wir sehen, dass diese Option ist nicht direkt eingeschaltet. Muss man schnell schauen. Wir haben die Justification, wir haben Require Approval, also dass das Ganze bestätigt werden muss. Aber wir sehen, standardmäßig ist nicht zwingend mit MFA oder muss man nicht zwingend mit MFA arbeiten. Also das würde ich jetzt unbedingt konfigurieren, wenn ich so eine Rolle zur Verfügung stellen würde. Und das ist ja auch in dem Falle wirklich eine zusätzliche Abfrage des MFA-Tokens, die über die aktuelle eigene Session hinausgeht. Das heißt, es wäre jetzt nicht denkbar, dass eben eine Schadsoftware hingeht und sich eben da dranhängt, huckepack, an meine bestehende Session, sondern ich muss hier einfach nochmal explizit MFA abfragen, um diese Privilege Escalation, die ich an der Stelle ja mir so wünsche, wirklich durchsetzen zu können, richtig? Richtig, ganz genau. Das ist, wenn ich diese Rolle dann aktiviere, wenn ich aufgelistet bin und ich eben das Recht habe, dann wähle ich da aktivieren aus und dann oben beim Benachrichtigungsfeld startet dann eine neue Fläche erscheint und dann muss ich das durchgehen. Ich muss wirklich diesen Schritt durchgehen. Das sind dann die Schritte, die aufgelistet werden, eben MFA durchgehen und dann wird das Ganze überprüft. Was ich auch einrichten würde, das ist ein Approval. Also ich würde da ganz klar sagen, hey, jemand muss diese Rolle bestätigen. Man muss vielleicht einfach dazu sagen, wenn das bestätigt werden muss, also wenn es ein Approval braucht, dann unbedingt nicht nur eine Person auswählen, sondern zuerst vielleicht eine Gruppe vorbereiten oder 2, 3 Benutzer bestimmen, weil wenn Sie nur eine Person verwenden und diese Person ist in den Ferien, ja, dann findet das Approval niemals statt. Also da muss man dann auf solche Stolpersteine muss man dann schon aufpassen. Aber ich glaube, man darf sagen, Privileged Identity Management, ein super tolles Werkzeug. Kleiner Wermutstropfen, Azure AD Premium P2. Hätte jetzt mit jemandem 100 Euro gewettet, dass genau dieser Hinweis noch kommt. Oder du machst mir immer diese super tollen Features. Nein, nein, lassen wir das. Ich sag's jetzt nicht. Gut, okay. Privileged Identity Management. Patrick, was ist das nächste Feature, welches wir besprechen sollten?
Das nächste Feature, was wir besprechen sollten, ist das Thema Anti- und Safe-Richtlinien in den Threat-Policies im 365 Defender mittlerweile geparkt. Hier geht es eben darum, dass der Datenaustausch möglichst sicher sein soll. Wir erinnern uns zurück, das Thema E-Mail, ja, kann eigentlich jeder so ein bisschen für sich abhaken. Eigentlich ist doch alles prima. Wir haben irgendwie einen Virenschutz, wir haben einen Spam-Schutz und das ist doch alles tutti. Aber wir wollen ja vielleicht ein bisschen weitergehen. Wir reden mittlerweile über das Thema Modern Work, wir reden über das Thema Work from Anywhere, wir reden darüber, dass wir uns mit Lieferanten und Kunden auch fernab der E-Mail austauschen, ob das in einem Teams-Meeting ist oder ob das in einem Teams-Chat ist oder vielleicht kollaborieren wir sogar in irgendwelchen Teams hin und her. Und wenn man sich so auf der Zunge zergehen lässt, dass da die Verteidigungsrichtlinien schon relativ mager sind im Standard, lohnt es sich da wirklich nochmal hinzugucken. Also ohne dass wir jetzt hier, weil auch dazu gibt es schon eine entsprechende Folge von uns, wirklich ins Detail dieser einzelnen Richtlinien nochmal reinklicken, kann man eben hier einmal schauen im Security Center, beziehungsweise eben Microsoft 365 Center, das Ganze eben hier weiter unten unter Policies and Rules bei E-Mail und Collaboration finde ich eben meine Threat Policies. Und da geht es uns jetzt hier eben um das Thema Anti und Safe, die uns eben ja doch ein bisschen weiterbringen können. Also das Thema Anti-Phishing, da geht es um das Thema CEO-Protection unter anderem, wo es darum geht, dass es besonders schützenswerte Accounts im Unternehmen geben könnte, sollte, ob das die Buchhaltung ist, Personal, die Geschäftsführung etc., die man dort separat definieren kann. Anti-Spam kann ich eben auch noch ein bisschen, vielleicht ein bisschen schärfer einstellen. Ich kann dafür sorgen, dass das Thema Quarantäne entsprechend abgedeckelt wird. Darüber haben wir uns auch schon mehrfach unterhalten, Tom, dieses Thema, wie sorgen wir dafür, dass die ganze Welt ein bisschen konformer wird mit gängigen Security Best Practices, ob das jetzt eben Sachen sind wie DKIM oder SPF, die einfach nicht dafür sorgen, dass ich jetzt alles auf irgendeine Allow-Liste packe, was von irgendeinem Lieferanten kommt, mich damit unglaublich öffne für Attacken, falls sich dieser Lieferant oder Kunde eben auch mal mit irgendwas infizieren sollte und so weiter. Anti-Malware ein Stück weit selbsterklärend. Auch da geht es eben darum, dass man sich vielleicht mal darauf einigt, das ein oder andere Format nicht mehr durchzulassen. Und meine besonders am Herzen liegenden Features sind eben diese Themen Safe Attachments und Safe Links. Safe Attachments sorgt eben dafür, dass auch nicht per E-Mail gesendete Attachments, sondern eben wie erwähnt in einem Teams-Chat, in einem Gruppen-Chat etc. Oder in einem OneDrive, SharePoint-Link, kommen wir auch gleich noch dazu, den Weg zu mir finden, dass auch die vielleicht mal gescannt werden auf das, was da irgendwo drin steckt oder nicht drin stecken sollte. Und das Gleiche eben auch für Links. Da haben wir ja die lustige Situation schon erlebt, dass Mails verschickt wurden mit einem vermeintlich harmlosen Anhang. Es gibt sogenannte Link-Detonation, die gibt es auch bei der Microsoft 365 Security, die dafür sorgt, dass der Link einmal quasi virtuell angeklickt wird und damit dafür gesorgt wird, dass geguckt wird, was verbirgt sich denn dahinter? Kann ich da irgendeinen Schindluder runterladen oder passiert da sonst irgendwas, wenn ich da draufklicke? Aber die Angreifer haben sich schon die Mühe gemacht und haben den Link ja auf irgendein Katzenbild wahrscheinlich verweisen lassen, bis es eben diesen Link-Detonation-Schutz passiert hat. Und nachdem das Ganze im Postfach des Benutzers lag, wurde der Link erst scharf geschaltet. Das heißt dann, als der Mensch dort draufgeklickt hat, ist erst die Malware aktiv geworden, die hinter dem Link liegt. Und Safe Links kann uns hier eben den Hintern retten, dass eben beim Zeitpunkt des Klicks erst geguckt wird. Was verbirgt sich denn dahinter? Das heißt, da geht es um eine Umleitung, die hinter den Link, der Link wird umgeschrieben in einer E-Mail, in einer Teams-Nachricht. Und zum Zeitpunkt, wo ich da draufklicke, gelange ich erstmal auf eine Microsoft-URL. Es wird in diesem Zeitpunkt real-time gecheckt. Hey, ist da irgendein Unsinn dahinter oder nicht? Falls nein, werde ich weitergeleitet und falls doch, naja, dann bin ich da nochmal von der Schippe gesprungen. Das Thema Safe Attachments können wir vielleicht auch nochmal kurz aufgreifen. Da geht es auch um beispielsweise um den ATP-Schutz bei E-Mails. Das heißt, wenn eine E-Mail reinkommt, dann kriege ich erstmal die E-Mail vorgesetzt mit einem Dummy-Attachment, während das im Hintergrund noch gescannt wird. Weil oftmals warten wir ja ganz, ganz dringend hufescharrend auf irgendwelche E-Mails. Wenn die nicht beikommen, weil sie in einem Security-Layer festhängen, sind wir alle unglücklich und nerven die Administratoren wieder. Deswegen wird die E-Mail gleich zugestellt und das wird aber ein
Dummy-Attachment hinten rangehängt, während im Hintergrund die Security noch arbeitet und sicherstellt, dass das alles koscher ist. Und sobald die Security sagt, hey, alles grün, dann wird das Attachment real-time in meinem Postfach nach dem Zustellvorgang erst ausgetauscht und ich kann dann eben auf mein PDF, mein Word-Dokument oder was auch immer zugreifen. Super Feature. Patrick, hast du vielleicht noch eine Empfehlung wegen dem Einsetzen von diesen verschiedenen Richtlinien? Würdest du alles auf einmal konfigurieren und dann haben wir einen super Schutz? Oder wie würdest du da vorgehen? Das sollte das Endergebnis sein. Beim Einführen würde ich allerdings scheibchenweise vorgehen, wie man das beim Sandwich-Belegen vielleicht auch machen würde. Nicht alles auf einmal draufwerfen, sondern schön nacheinander. Auch wieder dieses Thema, ich muss mich rantasten. Also wie jetzt schon erwähnt, SPF und DKIM sind Dinge, die sind ganz toll, wenn sie ordentlich überall konfiguriert sind. Wenn ich punktuell da dran gehe, dann landet auf einmal alles in der Quarantäne und Leute können nicht mehr arbeiten, weil sie keine Mails mehr kriegen, die sie eigentlich bekommen sollten. Und dementsprechend sollte man sich da Scheibchen für Scheibchen für Scheibchen dran tasten, um dafür zu sorgen, dass auch wirklich der Betrieb weiterlaufen kann, während man versucht, die Dinge ein bisschen sicherer zu machen. Genau auf diesen Punkt wollte ich hinaus, dass man sich wirklich da Schritt für Schritt herantastet, weil schlussendlich macht man sich das Leben als Administrator schwer, wenn man alles auf einen Rundumschlag einrichtet und dann funktioniert eben nichts mehr, dann werden keine E-Mails mehr zugestellt etc. Genau, das wollte ich von dir noch schnell hören. Perfekt. Gibt es denn, wir haben jetzt so verschiedene Applikationen angesprochen, hast du auch schon Teams erwähnt, OneDrive und so, da schwebt mir dann irgendwie direkt SharePoint so irgendwie durch den Kopf. Hast du da auch noch einen Tipp, den du uns da mitgeben könntest? Selbstverständlich gibt es auch zu SharePoint noch einen Tipp, und zwar das Thema Sharing Policies. Da ist es ja so, SharePoint ist ja so das allgegenwärtige Töpfchen Speicher, was sich hinter eigentlich allem verbirgt, was wir an Daten in 365, in Teams, in OneDrive, wo auch immer ablegen. Und da gibt es natürlich Möglichkeiten, das eben sehr restriktiv zu konfigurieren oder auch eben sehr freizügig. Und der Punkt ist hier, wir reden über eine Hierarchie. Es gibt eine globale Sharing Policy und es gibt pro Site, also man kann sich das vorstellen, wie beispielsweise ein Teams-Team hat eine SharePoint-Site und dahinter verbirgt sich dann eben auch wiederum eine Sharing Policy. Ich kann jetzt nicht hingehen und kann meine globale Policy ganz, ganz engmaschig stricken und kann dann in einer einzelnen SharePoint-Site, Teams-Site dafür sorgen, dass die Restriktionen wieder deutlich freizügiger werden. Das funktioniert nicht. Und es gibt leider für Features wie beispielsweise das Thema Dateianforderungen, wo ich eben hingehen kann, dass ich eine Datei von einem Gegenüber anfordere, dieser mir diese Daten direkt in mein OneDrive hochladen kann. Die bedingen, dass man eben hier zum Thema Sharing Policies in SharePoint OneDrive auf das Most Permissive Setting irgendwo geht, und zwar auf Anyone. Das heißt, ich muss ja diese Dateianforderungen, die eben ohne Authentifizierung funktionieren, wo aber der sendende Mensch eine Datei hochladen kann, ohne dass er den Inhalt des Ordners sehen kann, wo diese Datei schlussendlich landet. Da gibt es eben keine Authentifizierung, da wird nur Name abgefragt und dann kann der eine Datei hochladen. Das muss ich eben hier notwendigerweise auf Anyone stellen. Aber wir wollen damit natürlich nicht die Sicherheit von unseren SharePoint-Sites so weit torpedieren, dass da dann wiederum alles möglich ist. Weil ganz schnell hat man sich auch mal mit einer E-Mail-Adresse vertippt und vielleicht hat das Gegenüber einen relativ generischen Namen, der vielleicht bei 3, 4, 5 meiner Kollaborationspartner existiert und schon habe ich vielleicht eine Datei jemand Falschem geschickt. Ich kann natürlich glücklicherweise im Gegensatz zu einem E-Mail, wo das mit dem Rückruf, naja, Outlook schreibt das immerhin, E-Mail zurückgerufen, aber ja, es obliegt ja dann doch dem Empfänger, dem so ein bisschen nachzukommen. Also im Gegensatz zu einem E-Mail-Rückruf könnte ich den SharePoint-Link ja auch gleich invalidieren und könnte dann dafür sorgen, dass eben der Zugriff für den falschen Empfänger nicht möglich ist. Aber trotzdem gibt es hier vielleicht noch ein paar nettere Features, um das Ganze umzusetzen. Denn wir haben ja auf der SharePoint-Site-Ebene die Möglichkeit, eben auch für dieses spezifische Projekt, für diesen spezifischen Kunden,
je nachdem, wie ich meine SharePoint-Sites strukturiert habe, kann ich eben hingehen und kann sagen, meine Sharing Policy für dieses Team sieht wie folgt aus. Das Schöne hier ist eben tatsächlich einerseits, dass ich hier so restriktiv werden kann wie nötig oder auch vielleicht wie möglich, dass ich eben beispielsweise sagen kann, ja, es gibt nicht die Möglichkeit, neue Gäste einzuladen, weil vielleicht besonders sensitive Daten hier drin liegen. Und ich kann da sagen, ich möchte das nur auf bestehende Gäste, externe Kollaboratoren restriktieren oder eben auch von vornherein zu sagen, also hier darf nie im Leben jemand von extern, der nicht Teil meiner Organisation ist, drauf zugreifen. Besonders schön finde ich ansonsten auch, wenn man eben hier ein Setting mit Gästen auswählt, dass man hier, um gerade diesem Fall vorzubeugen, den ich eben geschildert habe, gleiche Personen oder gleiche Namen, Vorname, Nachname, aber bei unterschiedlichen Organisationen, kann ich hier eben sagen, ja gut, dann nehme ich eben nur die bei Firma ABC und trage die Domain hier ein oder die Domains. Und schon habe ich die Möglichkeit, nur noch dieser Domain Links zur Verfügung zu stellen, respektive dass nur noch diese Accounts auf meine SharePoint-Site zugreifen können. Ein weiteres Feature, was ich hier in den Policies ganz nett finde, ist das Thema ablaufende Links. Also jeder kennt es, statt jetzt eben riesig viele Daten an eine E-Mail dran zu hängen, schicke ich eben einen Link zu diesen Daten. Aber was passiert denn dann mit diesem Link? Der ist dann aktiv bis für immer. Braucht eigentlich in den seltensten Fällen niemand, sondern ich tausche ja irgendwie Daten aus, damit sich das Gegenüber diese Daten eben runterladen kann, mir vielleicht was Überarbeitetes zurückgeschickt. Naja, das ist eigentlich Quatsch, weil das wollen wir ja dann online machen. Aber bevor wir jetzt eben hier Versionen generieren, aber ich möchte jemandem einen Bericht zur Verfügung stellen oder ähnliches, dann sollte der doch vielleicht irgendwann mal ablaufen. Also das gibt es einerseits natürlich als Möglichkeit, auch hier in den globalen Settings zu sagen, 30 Tage ist hier das Maximum, wie lange so ein Link gültig sein kann. Ich kann es aber eben auch pro SharePoint-Site dann nochmal runterbrechen und kann eben sagen, ich möchte das jetzt etwas restriktiver haben als meine globale Policy und für diese Site laufen die Links beispielsweise nach 14 Tagen ab. Dann geht es auch darum, den Anwendern vorzugeben, was ist denn der sicherste Weg, diese Links zu teilen. Beispielsweise auch da Downloads zu blockieren, editieren zu verbieten, zu unterbinden, eben dass diese externen Kollaboratoren vielleicht nur angucken können. Auch da gibt es Möglichkeiten, einfach ein sinnvolles Default vorzugeben und dafür zu sorgen, dass die Links, die wir austauschen, eben möglichst sicher sind und die Daten, die wir damit unter die Leute bringen, wirklich nur die Augen erreichen, die für die sie auch bestimmt sind. Darf ich an dieser Stelle noch sagen, nochmals den Hinweis, den du gegeben hast am Anfang, dass es sich bei SharePoint um eine Hierarchie handelt, dass man wirklich da die Planung nicht vergisst. Also eben nicht in der Organisation zu stark einschränken, weil das wirkt sich dann gesamthaft, das wirkt sich global aus. Und ich glaube, das ist sehr wichtig, das darf man wirklich an dieser Stelle nochmal sagen, oder? Würdest du auch unterschreiben, dass die Planung da wirklich sehr wichtig ist? Es ist wie so oft, also auch wenn zu schnell mit Teams und dann noch ein paar private Channels in diesen Teams, die dann wiederum nur eine Untermenge der Mitglieder des Teams enthalten, aber in SharePoint in der eigenen Site sind. Also das wird schon relativ schnell relativ komplex. Also da ist dieses Thema Planung, auf das wir relativ häufig hinweisen, nicht ganz unwichtig, damit man dann eben auch in seiner Berechtigungsplanung keinen kompletten Wildwuchs hat. Vielen Dank. Dieses tolle Feature sieht doch echt klasse aus. Jetzt haben wir viel über das Thema Kollaboration gesprochen und doch ist am Ende des Tages immer noch die gute alte E-Mail, womit wir uns immer noch auseinandersetzen müssen. Hoffentlich mit weniger Dateianhängen, aber eben das eine oder andere muss auch dort sicher ausgetauscht werden. Und das Thema Mailverschlüsselung ist dann auch wieder diese berühmte Geschichte voller Missverständnisse. Denn eine allgemeingültige E-Mail-Verschlüsselung, die wünschen wir uns, glaube ich, seit 20 Jahren. Und das, was dem Ganzen am nächsten kommt, der Erfahrung nach, ist ja wirklich das, was Microsoft Office Message Encryption nennt. Nämlich, dass ich dort zumindest eben mit der Authentifizierung eines Microsoft-Accounts oder auch mit einem Einmal-Token
sicher Nachrichten austauschen kann, ohne mir jetzt Zertifikate austauschen zu müssen über Kreuzvertraut mit irgendwelchen S/MIME, PGP oder sonst irgendwelchen Extensions. Und Tom, du hast zumindest, was dieses Thema Office Message Encryption angeht, ja noch ein paar Tipps, dass eben das, was auf der anderen Seite ankommt, nicht ganz unsicher wirkt. Denn wenn da jetzt auf einmal was ankommt, ja, wir haben eine sichere Mail Ihnen zur Verfügung gestellt, jetzt loggen Sie sich mal hier ein, sollten bei dem einen oder anderen die Alarmglocken angehen, dass es sich vielleicht auch um eine Phishing-Nachricht handeln könnte. Absolut korrekt. Das heißt, wenn die Security Awareness, wenn das Training stattgefunden hat, dann dürfte man eigentlich auf solche Links ja nicht klicken, weil das ist ja wirklich, wäre fatal. Aber du hast es angesprochen, Office Message Encryption ist eine Funktion, die eigentlich bei den neueren Tenants standardmäßig zur Verfügung steht. Information Rights Management ist der Hintergrund. Bei den älteren Tenant muss man das noch aktivieren, bei den neueren ist es standardmäßig aktiviert. Und wenn ich jetzt neueren sage, dann meine ich, das mal gelesen zu haben, ab 2017, also ab diesem Jahr wurde das, ist IRM automatisch eingeschaltet, Information Rights Management. Ich habe hier eine neue Nachricht vorbereitet und wenn ich diese Nachricht jetzt an eine externe Person senden möchte und die soll verschlüsselt sein, dann brauche ich wirklich nur noch auf diese Schaltfläche zu klicken. Also das ist ja wirklich sowas von einfach und ich kann dann noch die Berechtigungen ändern, eben verschlüsseln oder nicht weiterleiten oder mit einem Label arbeiten. Was aber die Herausforderung ist, ist das, was der Patrick angesprochen hat. Der Benutzer sendet dieses Mail, wird empfangen dann von der anderen Person und man bekommt dann einen Hinweis, dass man entweder sich mit einem Microsoft-Konto authentifizieren muss oder einen One-Time-PIN anfordern kann und man muss auf irgendetwas klicken. Und das ist dann genau das, was wir eigentlich den Benutzerinnen mitgeben und sagen, hey, klick nicht auf irgendwelche Links. Und da kommt Advanced Office Message Encryption zum Einsatz. Das heißt, ich kann meine eigenen Templates anlegen. Das ist jetzt aber auch wieder eine zusätzliche Lizenz, die man braucht. Ich weiß jetzt nicht auswendig welche, aber es braucht eine zusätzliche Lizenz, damit ich meine Vorlagen oder Vorlagen anpassen kann. Dann kann ich mit Company Branding arbeiten, ich kann ein Logo hinzufügen. Also ich kann es wirklich so aufbereiten, dass dann die Person, die das Mail bekommt, dann tatsächlich weiß, okay, das sieht wirklich sehr legitim aus. Klar, es ist immer Vorsicht geboten. Wenn ich nicht sicher bin, dann würde ich zum Beispiel einen Rückruf machen und fragen, hey, hast du mir tatsächlich dieses E-Mail gesendet? Das kann man ja immer noch im Zweifelsfalle machen. Was man auch machen kann, ist, wenn man zum Beispiel explizit immer mit einer Partnerfirma verschlüsselt kommunizieren will, dann kann man das mit Exchange Admin Center oder beziehungsweise mit einer zusätzlichen Rolle kann man das umsetzen. Ich habe hier eine Regel eingerichtet und bei dieser Regel geht es um Folgendes. Es geht darum, dass wenn ein E-Mail, und ich habe jetzt da eine spezifische Domäne verwendet, es ist nur ein Demo, ist eine Demo-Umgebung, aber Sie können bestimmen, dass wenn Ihre Partnerorganisation eine gewisse Domäne hat, dass immer, wenn ein E-Mail an diese Partnerfirma gesendet wird, soll die Nachricht verschlüsselt werden und Sie können dann hier Ihre eigene OME-Template, Ihre eigene OME-Vorlage auswählen. Dass dann die Benutzerinnen tatsächlich sehen, okay, das kommt von der Firma, mit der wir zusammenarbeiten und ja, wir klicken jetzt auf diesen Link. Also so kann man das Ganze kombinieren, wenn man mit Advanced Office Message Encryption arbeiten will. Patrick, hast du noch einen Hinweis oder passt das soweit? Also einerseits das Thema Regel finde ich ja auch immer gut, Automatismen, die dafür sorgen, dass man eben auch das Klicken auf diesen Knopf nicht vergessen kann. Eine weitere Möglichkeit wären natürlich Triggerworte. Also wenn da irgendwas mit Confidential irgendwo steht, dann könnte man die Regel genauso anwenden, um halt einfach Common Use Cases irgendwo abzufangen, die Anwender immer wieder haben, wo ein bestimmtes Attachment dranhängt oder sonst irgendwas passiert, was dann halt einfach diese Regel triggert und damit dafür sorgt, dass die Nachricht verschlüsselt wird. Was das Branding angeht und die Lizenzierung dafür, ich meine mich erinnern zu können, dass das Grundbranding für eine Identität im Enterprise Office drin
ist, wenn mich nicht alles täuscht. Ich glaube nur, dass dass weitere Identitäten, weitere Brandings dann eben in irgendwelchen Erweiterungsplänen drin sind. Blenden wir aber ein, wenn mir dazu was in die Hände fällt. Da hast du recht, das stimmt. Da erinnere ich mich jetzt, du kannst die eine Vorlage, die vorhanden ist, die kann man anpassen. Man kann aber nur zusätzliche Vorlagen erstellen, wenn man eben eine zusätzliche Lizenz erworben hat. Da hast du absolut recht, genau. Gut, wenn wir sicher kommunizieren und irgendwie über unsere Safe- und Anti-Richtlinien versucht haben, das alles so ein bisschen sicherer zu machen, Was bleibt uns da? Müssen wir sonst irgendwelche Cloud-Dienste noch weiter absichern, Tom? Ja, ich denke, es gibt da schon noch einige Punkte, die man sicherer gestalten kann. Ich denke auch da an die Infrastruktur in Azure beispielsweise, wo man sicherlich auch überwachen sollte. Und da gibt es ein Werkzeug, das nennt sich Microsoft Defender for Cloud. Hilft uns, unsere Infrastruktur in Azure zu überwachen. Lasst uns das mal gemeinsam anschauen, und zwar indem wir ganz einfach zum Azure-Portal navigieren und dann dieses Werkzeug aufrufen, welches übrigens seit kurzem einen neuen Namen hat. Früher hieß es Microsoft Security Center, heute heißt es Microsoft Defender for Cloud. Das ist ein Werkzeug, welches Ihre Infrastruktur proaktiv überwacht. Ich muss vielleicht ein Punkt schnell erwähnen, und zwar wenn es um das Pricing geht. Es gibt eigentlich da zwei Varianten von Defender for Cloud. Es gibt den Plan, der heißt eigentlich Off, und es gibt den On-Plan. Aber man darf das nicht so interpretieren, wie es heißt, weil Enhanced Security Off bedeutet nicht, dass jetzt der Defender nicht wirkt. Sie sehen, es wird ein stetiges Assessment durchgeführt. Sie erhalten Security-Empfehlungen und Sie erhalten den Secure Score. Mit dem Secure Score können Sie im Prinzip ermitteln, wie es um Ihre Sicherheit steht. Je höher der Secure Score, umso mehr Sicherheit haben Sie integriert. Und dann gibt es eben den Defender Cloud Plan, den man einschalten kann. Das bedeutet einfach nur, dass man weitere Funktionalitäten bekommt, wie zum Beispiel Just-in-Time VM Access. Sehr, sehr, ich sage es mal vom Konzept her, sehr ähnlich wie Privileged Identity Management. Ich möchte eine virtuelle Maschine verwalten, aber nur für einen gewissen Zeitpunkt. Dann kann ich das genau mit dieser Funktion umsetzen. Eben, dazu müssen Sie allerdings diesen Plan einschalten. Das müsste ich jetzt auch machen, müsste den auf Enable stellen und dann auf Save klicken. Aber was wirklich wichtig ist, dieser Plan, welcher Off heißt oder Enhanced Security Off, das bedeutet nicht, dass alles ausgeschaltet ist. Es wird der Secure Score ermittelt und es wird das Assessment durchgeführt. Und wenn Sie das Ganze dann eingerichtet haben, dann können Sie die Security Alerts aufrufen, Sie können die Recommendations aufrufen, und jetzt kann ich Ihnen die Recommendations zeigen. Das ist eine riesige Auflistung an Empfehlungen, unter anderem eben auch Enable MFA. Dann geht es weiter zu Secure Management Ports, dass wenn jetzt zum Beispiel eben eine virtuelle Maschine eine öffentliche IP-Adresse hätte und der Port 3389 für RDP geöffnet wäre, dann erhalten wir hier die entsprechende Information, dass wir durch diese Ports schließen sollten. Und genau um solche Empfehlungen geht es. Wenn Sie diese Empfehlungen abarbeiten, wenn Sie das durchgehen, dann erhöhen Sie Ihren Secure Score. Und ich finde den Secure Score wirklich toll, weil Sie wissen so mit einer Prozentzahl, wie es ungefähr um Ihre Sicherheit steht. Und das ist doch sicherlich hilfreich, wenn es darum geht, mehr Sicherheit zu integrieren ins Azure-Portal. Wir haben also die Recommendations und dann noch die Security Alerts, die werden dann ebenfalls aufgelistet. Oho, failed SSH Brute Force Attack auf die RHEL-Maschine. Das ist eine Red Hat Linux-Maschine, die ich da betreibe, für diverse Tests. Und ja, nicht gut, der Tom hat dieser Maschine eine öffentliche IP-Adresse zugewiesen. Gar nicht gut, weil er sich dann mit SSH verbinden kann, aber es ist eine Testumgebung, es ist ein Testsystem, also absolut keine Panik, aber genau solche Informationen wollen wir doch sehen. Und darum finde ich den Microsoft Defender for Cloud, den darf man nicht ignorieren, sollte man unbedingt auch mitnehmen, wenn es darum geht, Sicherheit zu integrieren in die Cloud-Infrastruktur, dann ist das ein Werkzeug, welches da einem helfen kann.
Jetzt, Tom, jetzt haben wir über ganz, ganz viele Werkzeuge gesprochen, die uns immer so punktuell ein Stückchen Security-Information liefern können. Einerseits natürlich Richtlinien konfigurieren, aber eben Portale wie jetzt hier Defender for Cloud, wo wir eben Security Alerts und Recommendations bekommen. Gibt es nicht irgendwie eine Möglichkeit, das Ganze ein Stück weit auch zusammenzuführen, dass wir wirklich auch so unsere Verteidigung in die Tiefe ein Stück weit umsetzen können? Also du sprichst davon, dass alle Administratoren die Köpfe zusammenstrecken müssen. Nein, natürlich nicht. Ich weiß es. Ja, absolut. Das ist ein super Hinweis, weil wir haben so viele Funktionen miteinander besprochen und dass man da überhaupt den Überblick noch behalten kann, das ist ja die Herausforderung. Und ich glaube, da hilft uns das Werkzeug, es ist der Microsoft Sentinel. Hat übrigens auch einen neuen Namen erfahren. Früher hieß er Azure Sentinel, jetzt heißt er Microsoft Sentinel. Aber es geht genau um das, was du angesprochen hast, Patrick. Wir haben enorm viele Sicherheitsfunktionen und wie behalten wir hier den Überblick? Und da ist der Sentinel, das Werkzeug, wo man all diese Informationen zusammenfließen lassen kann. Der erste Schritt beginnt eigentlich damit, dass man mit den Connectors arbeitet. Und mittlerweile sind es 120 Connectors. Das letzte Mal, als ich da einen Blick darauf geworfen habe, waren es 116 Connectors. Und Sie sehen, ich habe da 6 Instanzen verbunden. Und das sind aber nicht nur Microsoft-Dienste, die man verbinden kann in dieses Portal, sondern das sind enorm viele Provider, die unterstützt werden, also das Amazon, Barracuda, ESET, Juniper, das sind wirklich sehr viele Provider, die da unterstützt werden. Wenn wir jetzt uns mal mit den Microsoft-Providern beschäftigen, dann sehen wir können Azure Active Directory anbinden, Azure Active Directory Identity Protection, dann das Activity Log von Azure, dann geht es weiter zu Azure Firewall, Key Vault, aber jetzt kommen auch die Microsoft 365 Portale. Der Microsoft 365 Defender, das ist der neue Name vom Microsoft 365 Security Center. Dann Defender for Cloud, unser Dienst hier in Azure. Microsoft Defender for Cloud Apps, Defender for Endpoint, Defender for Identity. Das, was uns der Patrick gezeigt hat, Defender for Office 365, diese Safe und SafeLinks und Anti-Richtlinien. All diese Informationen, die können wir hier zusammenfließen lassen und dann entsprechend untersuchen. Wir können mit Analytics arbeiten, wir können Workbooks verwenden, um grafische Oberflächen zu generieren, wir können Regeln einrichten, dass automatisch ein Fall eröffnet wird, wir können dann triagieren, wir können sagen, diesen Fall geben wir weiter an eine Spezialperson, die sich mit diesen Problematiken auskennt. Also, oh, mein Herz geht auf. Ich könnte da noch stundenlang erzählen, aber ich glaube, Patrick, ich muss bremsen. Gibt es noch etwas, was du sehen möchtest? Nein, also ich glaube, Sentinel, auch hier verweisen wir auf unsere dedizierte Folge. Wir können hier nur einen Vorgeschmack liefern. Sentinel ist einfach als allumfassendes, allübergreifendes Werkzeug mit Möglichkeiten zur Korrelation von Daten, von Informationen, die vielleicht auch ein bisschen Aufschluss darüber geben können, an welchen Stellen sich überall der gleiche Attackierende irgendwo zu schaffen macht. Das ist einfach das Werkzeug dafür. Und dann eben, wie du es gezeigt hast, Tom, auch überhalb oder aus der Microsoft-Welt heraus zu sagen, ja, dann hole ich mir meine Amazon-Dienste eben hier auch rein, hole mir eine lokale Firewall noch mit rein von Sophos oder von wem auch immer, um eben wirklich ein allumfassendes, ein vollständiges Bild meiner Infrastruktur zu erhalten und dann eben mit einem bisschen einem geschulten Auge dafür sorgen zu können, dass mir vielleicht Anomalien etwas früher auffallen, als wenn ich jetzt wirklich auf jede meiner Dateninseln einzeln schauen würde. Genau so ist es. Wow, super. Hey. Das waren doch 10 echt tolle Security-Features. Diese Features haben wir präsentiert in keiner besonderen Reihenfolge oder in einer besonderen Priorität, sondern uns war es jetzt eher wichtig, die so zu präsentieren, wie sie thematisch zueinander passen und dementsprechend bitte nicht in der Reihenfolge abarbeiten und den Sentinel ganz am Schluss, aber mit MFA dürft ihr gerne anfangen.
Aber die Komponenten in der Mitte, die sind nur bedingt eben in einer Priorität aufgelistet gewesen. Da, wo wir aktuell noch keine dedizierten Folgen haben zu diesen Security Foundations, werden wir noch entsprechende Folgen produzieren und auch nachverlinken. Aber ich glaube, mit den Anreißer-Themen hier konnten wir hoffentlich schon einen guten Vorgeschmack liefern über das, was eben in Azure und Microsoft 365 möglich ist, um eben eine Sicherheit doch noch eine ganze Ecke höher anzusiedeln, als man das vielleicht ganz zu Anfang dieser Dienste gebraucht hat oder eben es auch möglich war, diese Richtlinien anzuziehen. Wir sind jetzt im Jahr 2022. Alles bleibt beim Alten. Die Security Landscapes werden irgendwie immer unwägbarer und dementsprechend lassen Sie sich nicht dran kriegen und sorgen Sie dafür, dass eben mit Ihrem oder mit Ihrer Tenant Security alles in Butter ist. Vielen Dank, lieber Tom, für deine tollen Einblicke in die verschiedenen Dienste und die verschiedenen Richtlinien und Möglichkeiten. Und ich freue mich auf das nächste Video mit dir. Vielen Dank an dich, Patrick, für deine tollen Einblicke in die verschiedenen Portale. Hat echt Spaß gemacht. Ich bedanke mich bei den Cloud-Ping-Pong-Freundinnen und Freunden für ihre Aufmerksamkeit und freue mich auf die nächste Session. Bis bald. Bis dahin und lassen Sie uns ein Abo da. Ciao, ciao.